Ihr Beurteilungsvermögen als promovierter Physiker. Im HiSET Kultur- und Kongresszentrum Altröglitz feierte das Bergbauunternehmen Miprag sein 25-jähriges Bestehen. Unter den Rednern war auch Ministerpräsident und Ehrenbergmann Rainer Haselhoff. Er hatte seine vorbereitete Rede beiseite gelegt, denn seine Vorredner hätten alles schon gesagt und griff einige Stichpunkte auf. Meine Festrede zu meinem Mitarbeiter gegeben, weil alles das, was da drin stand, eigentlich im Wesentlichen schon vorgetragen war. Auch im Sinne von Rückblick, im Sinne von Würdigung, auch von Zahlen. Könnte das sogar noch ausdifferenzieren nach volkswirtschaftlichen Kennkriterien und Zahlen und so weiter. Will das an dieser Stelle mir aber ersparen. Wer die vorliegenden Ideen und Entwürfe zum Strukturwandel leichtfertig in Frage stellt, der spielt mit dem Feuer, warnte der Regierungschef. Denn in langwierigen Arbeitsgesprächen sei ein Konsens zwischen Interessen des Umweltschutzes und der Wirtschaft erzielt worden. Der vorliegende Entwurf zum Kohleausstieg müsse jetzt in ein Gesetz gegossen werden. Er bedankte sich aber auch bei den Kumpeln für ihren Einsatz im Revier. Der Aufschluss der Tagebaue sei die historische Voraussetzung für die Entstehung der chemischen Industrie in Mitteldeutschland. Auch darauf, dass das erste Fördergeld aus dem Kohleausstieg an den Naumburger Dom gehe, könne die Region stolz machen. Uta von Naumburg sei nämlich die schönste Frau des Mittelalters. Armin Eichholz, Vorsitzender der Miprag-Geschäftsführung, erinnerte an Meilensteine der Miprag-Geschichte. So ging zum Beispiel 1996 das Kraftwerk in Schkopau in Betrieb, wurde die Einwohner von Großgrimma nach Hohenmölsen umgesiedelt, begannen 1998 die Flutung des Kostbudner Sees. Dass mancher rein ideologisch geprägter Vorschlag der Kommission keine Mehrheit gefunden hat. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, meine Damen und Herren, das ist glaube ich auch ein Applaus. Weitaus älter als unser Unternehmen ist das Montan-Mitbestimmungsgesetz, das 1951 in Kraft trat und heute als Meilenstein der Geschichte der Mitbestimmung gilt, übrigens auch im internationalen Vergleich. In Deutschland sind noch etwa 50 Unternehmen mit jeweils mehr als 1000 Beschäftigten Montan-Mitbestimmt und eines dieser Unternehmen ist Miprag. Gemeinsam haben wir das Betriebsverfassungsgesetz mit Leben erfüllt. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Gewerkschaften haben respektvoll und wie es der § 2 des Betriebsverfassungsgesetzes auch fordert, vertrauensvoll zusammengearbeitet. Weder die Betriebspartei noch die Gewerkschaft haben sich je vor der Verantwortung gedrückt, die damit verbunden ist. Wurden 2002 die ersten Jungfacharbeiter aus eigener Ausbildung übernommen. Apropos Jungfacharbeiter ausgebildet. Auch in diesem Jahr hat die Miprag wieder Lehrverträge für 53 Azubis erteilt. Doch welche Zukunft haben diese noch während des Strukturwandels? Matthias Lindig ist Mitglied im Betriebsrat und schaut zuversichtlich in die Zukunft. Also die jungen Leute, die jetzt bei uns angefangen haben, eine Lehrausbildung abzuschließen, die haben auf jeden Fall eine Zukunft bei uns. Für die nächsten 20 Jahre ist es gesichert bis 2038. Und wie es danach weitergeht, dazu arbeiten wir gerade Konzepte. Das ist die Aufgabe der Geschäftsführung und des ganzen Betriebs, dass möglichst in den nächsten Jahren Perspektiven ausgezeigt werden und die auch umgesetzt werden. Aber ich kann auch sagen, es wird auch nach 2038 eine Miprag geben und die wird noch genauso viel Beschäftigte haben wie jetzt. Dafür kämpfe ich. 2004 begann der Aufschluss des Abbaufeldes Schwerzau. Zwei Jahre danach förderte man dort Kohle. Ein rührender Moment für alle Teilnehmer war sicher auch der, als das Steigerlied erklang. Yeah.
Statt schwarz in die Zukunft zu sehen, schaut die MIPRAG optimistisch nach vorn und möchte den Strukturwandel aktiv mitgestalten, wenn vielleicht auch in anderen Branchen.